Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist erst 10 Uhr. Auf jeden Fall, bevor du mit der Kamera sprichst, ne? Oh nein. Sandfliegen. Überraschung. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Zu unserem ersten Vlog aus Neuseeland. Es ist allerdings nicht unser erster Tag hier in Neuseeland, sondern schon Tag Nummer 10 oder 11. Und wir lieben das Land. Wir sind jetzt gerade noch auf der südlichen Insel. Etwas weiter im unteren Bereich bei Wanaka heißt der Ort. Den Osten haben wir schon bereist. In der Mitte waren wir schon, weiter unten waren wir schon. Wir haben schon einiges gesehen. Und heute werden wir den Royce Peak Track bewandern. Das ist ein relativ bekannter und beliebter Wanderweg, der auch ziemlich voll werden kann. Deswegen sind wir heute schon kurz nach 5 aufgestanden, um unsere Sachen zu packen. Und jetzt fahren wir Richtung Parkplatz, wo dann der ganze Wanderweg losgeht. Das Ganze dauert wohl bis zu 6 Stunden. Wir gucken mal, ob unsere geschwächten Beine das Ganze noch packen. Muskelkater ist vorprogrammiert, ne? Auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch. Wir sind so lange nicht mehr wandern gewesen. Leider war das Wetter die letzten 10 Tage nicht so gut. Wir hatten unglaublich viel Regen, weswegen wir gar nicht wandern konnten. Aber wir waren trotzdem einige Male in den Seen schwimmen. Die Seen hier sind wunderschön. Glasklares Wasser, türkisblau. Ach, schön kalt. Und richtig, richtig kalt. Das sind alles hier Gletscherseen. Wir fahren hier gerade an dem Huawei-See oder wie auch immer vorbei. Bisher sieht es richtig gut aus draußen und es ist trocken. Und wir hoffen, dass es die nächsten Stunden so bleibt. Aber wir wollten uns jetzt von unserem Hiking-Erlebnis nicht abbringen lassen. Man kann sich hier auf den Wetterbericht fast gar nicht verlassen. Also er sagt einfach mal was ganz anderes. Deswegen ist es momentan etwas schwer, das alles zu planen für uns. Aber es sieht wunderbar aus. Zwar etwas bewölkt, aber trotzdem gute Voraussetzungen, um zu wandern. Erich ist auch übrigens immer noch dabei. Wir fahren aber jetzt getrennt, also mit zwei Autos, ganz normale Autos. Das war für uns jetzt momentan die günstigste Option, hier durchs Land zu reisen. Ja, das funktioniert bisher auch ganz gut. Also wir sind immer so am Kolonne fahren. Wir stehen jetzt direkt auf dem Parkplatz vor dem Royce Peak Track. Der ganze Track, der startet hier vorne bei dieser grünen Bude sozusagen. Da zahlt man noch eine 2 Dollar Peak Track Gebühren oder wie auch immer. Steht da übrigens? Ja, steht da, ja. Jeder macht das. Bestimmt. Und das ist der gute Berg. Also da oben irgendwo steht ein kleines Kreuz und da müssen wir drauf. Man braucht wohl ungefähr 3 Stunden, um hochzugehen? Also, 16 Kilometer sind das insgesamt. Wir gucken mal, je nach Wetter, ob wir den gesamten Weg machen oder nur die Hälfte oder so. Wir wollen auf jeden Fall einmal hoch. Und hier geht's dann los. Ah, guck mal, kommt da einfach ein Schaf runter. Runtergewandert. Na, warst du auch auf dem Royce Peak? Das Kleine direkt hinterher. Also dieser Parkplatz ist wohl relativ schnell immer voll. Man sagt, dass man besonders früh hier sein soll, um noch einen Parkplatz zu bekommen, weil es nachher brechend voll wird. Es geht los. Und es geht immer nur hoch. Jetzt schon. Wir haben überhaupt keine Muskeln mehr. Da ist nichts mehr übrig. Wir wandern schon seit einer ganzen Minute. Viertelstunde ist rum und wir ziehen uns alle unsere Klamotten aus. Alex krempelt die Hose hoch. Ich habe eine zweite Hose an. Warum habe ich eine zweite Hose an? Ich dachte, es wird sau kalt. Es ist aber richtig warm. Müde? Immer noch müde, ja. Also es geht von Minute 1 hoch eigentlich, ne? Das geht richtig steil hier. Wir gehen heute richtig steil. Das ist ein richtiger Hindernislauf hier.
Wir haben jetzt ungefähr ein Drittel. 600 Höhenmeter haben wir schon. In 45 Minuten. Ist das schlecht, oder? Das ist sehr gut. Ja. Da vorne kommt uns eine Truppe entgegen und die sind wahrscheinlich bestimmt schon zum Sonnenaufgang oben gewesen, ne? Ja. Ich muss sagen, ein bisschen beneide ich die, ja, ne? Ja, die sind schon fertig. Die sind fertig. Also alleine hierfür lohnt sich das frühe Aufstehen schon. Unglaublich schön hier das alles mal von oben zu sehen. Wir gehen jetzt mal voll in den Nebel rein und hoffentlich haben wir da ganz oben auch noch eine gute Aussicht. Aber wenn nicht, dann ist das gar nicht schlimm, weil das hier war schon schön. Und es ist so schön wieder zu wandern. Ich habe das richtig vermisst. Aber es tut schon in der linken Pobacke weh. Nur in der linken? Ja. Wir haben uns für nachher noch ein Brot mitgenommen und ein paar Aufstriche und Kaffee gekocht. Und das ist so unser Ziel, das dann oben bei der Aussicht hoffentlich zu zelebrieren. Zelebrieren und zu genießen. Käffchen mit einem schönen Brot. Butterbrot, ne? Das ist ein süßes, ne? So, wir sind jetzt schon komplett in den Wolken. Man sieht eigentlich fast gar nichts mehr von der Aussicht. Die ersten kommen uns schon entgegen, die Tour abbrechen, weil man oben wohl nichts sieht. Deswegen sind die wieder zurückgegangen. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter und hoffen, dass sich das Ganze ein bisschen aufklärt. Und wenn wir es am Ende nur wegen der Strecke machen. Aber ich würde echt empfehlen, relativ früh, wenn nicht sogar nachts, loszugehen. Weil den View, den hat man ja den ganzen Rückweg auch noch. Dann geht man nachts im Dunkeln hoch und ist dann zum Sonnenaufgang oben. Dann ist meistens klar. Und dann hat man halt den ganzen Rückweg immer noch eine ganz, ganz tolle Aussicht. Da waren wir aber ein bisschen zu faul heute für. Aber es ist trotzdem eine wunderschöne Strecke. Und fordert einen doch körperlich ein bisschen heraus. Geht quasi immer in so Schlangenlinien hoch. Man kann aber zwischendurch auch mal so Abkürzungen nehmen und dann einfach quasi direkt straight so einen Trampelpfad hoch machen. Dann ist man ein bisschen schneller. Hier sind schon echt ein paar richtig fitte Leute unterwegs. Und das zeigt mir wieder, dass ich ein bisschen was aufzuholen habe. Wir sind, glaube ich, relativ durchschnittlich unterwegs. Jetzt nicht besonders schnell, nicht langsam. Ganz entspannt, schön. Genießen. Da unten ist der Parkplatz, wo wir losgegangen sind. Und da sah der Berg irgendwie gar nicht so groß aus. Ja, wir sind jetzt gut eine Stunde 45 wahrscheinlich unterwegs. Nur noch 470 Höhenmeter. Gleich geschafft. Oh, wir haben Erich abgehängt. Also hinter uns waren eigentlich einige Leute. Scheint alle abgebrochen zu sein. Ja, es sind, glaube ich, richtig viele jetzt zurückgegangen. Hinter uns waren echt viele. Aber der Parkplatz ist mittlerweile richtig voll. Ja, deswegen ja. Da sind übelst viele. Wahrscheinlich sagen jetzt alle, geht zurück, lohnt sich nicht. Für uns lohnt sich das. Das lohnt sich extrem sogar. Yay, guck mal da vorne, wo die Menschen stehen, da. Ja, 1,6 Kilometer bis zum zweiten Lookout und da vorne ist schon der erste Lookout. Wir haben es geschafft zum ersten Viewpoint. Nicer View, oder? Sehr nice. Weit mitten, zu erwarten, ne? Mitten in den Wolken. Ja. Eben gerade konnte man da unten noch den See sehen, aber jetzt ist es wieder weg. Aber da ist der coole Pfad. Also man kriegt so ein bisschen den Eindruck davon, wie schön das eigentlich wäre, wenn das alles klar wäre. So, dann gehen wir mal noch ein Stückchen weiter. So, wir haben uns ein nices Plätzchen ausgesucht. Mit diesem genialen, fantastischen View darf ich vorstellen, Wanaka. Und die beiden Herren zu meiner Linken bereiten das Essen vor. Erich macht gar nichts mehr. Erich, Strecke ist gut? Die ist richtig gut. Ich würde die jedem empfehlen. Das muss jeder mal gemacht haben. Genau. Hört ihr die Ironie in seiner Stimme? Also nicht zweimal überlegen, wirklich machen. Wir haben zwar einen echt blöden View, aber die Strecke ist cool und bis zu einem bestimmten Grad hatten wir auch einen coolen View. Feiern jetzt, dass wir hier oben sind und essen jetzt Brot. Und das ist doch, das sind doch die Momente, die man feiert, oder? Hat sich doch alles gelohnt, der ganze Schweiß und der ganze Schmerz.
Wir haben jetzt 3 Stunden ungefähr gebraucht hier hoch. Für ungefähr 1300 Höhenmeter oder 1,4 irgendwie so. Aber jetzt bin ich hungrig. Hungrig. Und es ist jetzt 10 Uhr morgens. Normalerweise stehen wir jetzt erst auf. So, Viewpoint number 2. Wow. Ich bin so glücklich über diese Aussicht, dass wir doch noch so eine klare Sicht bekommen haben, oder? Hammer. Wow. Ich trinke jetzt unser Käffchen. Unsere Beine sind Matsche, aber es ist vollkommen egal. Wir sind happy. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde hier oben und genießen einfach nur diesen krassen View und machen zehntausende Bilder und können uns nicht satt sehen an diesem Ausblick. Wow. Man sieht auch, wie klar die Seen sind. Einfach tief blau und klar und den Boden sieht man teilweise. Es ist unglaublich, wie schön die Seen hier sind. Auf die allerletzte Spitze für heute. Und dann sind wir fertig. Habt ihr euch das gut überlegt? Nein. Aber die Beine können wieder, ne? Die Pause tat gut. Nur noch ein kleines bisschen. Gleich haben wir es geschafft. Stückchen. Da oben. Das ist ein Fliegenschiss. Dann haben wir das alles geschafft. Geschafft. Und da kommen die anderen beiden. Die Annika. Schaff, schlag ein. Und Erich. Schlag ein. Und damit werden wir belohnt. Diese Aussicht. Made it to the Gipfel! Unsere Autos sind da unten und Leute, von unten sieht das einfach aus wie ein Pupsberg. Aber schon ein bisschen höher als erwartet. Die beiden kriegen nicht genug, aber ich auch nicht. Das ist der Wahnsinn, diese Farben, die Spiegelung im Wasser, die unterschiedlichen grünen, braunen Töne, Bäume, Hügel, Steine. Wahnsinnig schön. Man merkt die Begeisterung, ne? Ja. Und da waren wir. Schaut mal hier, an dem ersten Viewpoint sind wir jetzt wieder und da stehen die alle an, um ein Bild zu machen. Ja, und jetzt ist natürlich die Sicht bombastisch, aber dafür stelle ich mich trotzdem nicht an. Das darf man gar nicht so unterschätzen, das Runtergehen, das geht so übel in die Beine nochmal. Wir haben es geschafft. Wir haben uns zwar einen fetten Sonnenbrand geholt, wir hätten nicht gedacht, dass die Sonne heute so rauskommt. Aber wir haben es geschafft und wir sind richtig stolz auf uns. Aber wir sind jetzt Matsche, wir gehen jetzt in den See reinspringen, in diesen kalten Gletschersee. Und danach gehen wir duschen und Wäsche machen und dann gehen wir schlafen. Erich, gut gemacht. Puh. Heftig, ja. Das kann man alles waschen jetzt. So, da hatte ich doch tatsächlich die Kamera vergessen. Wir sind einfach nur schnell in diesen See gesprungen, hier vorne. Wir fahren jetzt noch duschen, also richtig duschen und unsere Wäsche machen und so weiter. Und deswegen passiert halt jetzt nichts Spannendes für euch, glaube ich. Ich würde jetzt einfach an dieser Stelle sagen, cool, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Video. Ciao.